Hi Leute, ich bin's und zwar geht es in diesem Video um ein Hair-Tutorial für diese Frisur und ich habe mich dafür entschieden, weil ich liebe Locken, ob solche Korkenzieher oder wellige, ich liebe es einfach. Und ja, dann zeige ich euch mal die Produkte, die ich dafür brauche. Das ist einmal der Remington Lockenstab. Und ihr seht, das läuft vorne spitz zu, deswegen kann man so wunderbare Korkenzieher machen. Den mag ich, ist einer von meinen Lieblingslockenstäben, den mag ich total gern. Dann brauche ich noch diese Toupierbürste. Das ist auch eins von meinen Lieblingsprodukten. Ich habe die bei Amazon gekauft und mit der bekommt man wirklich ein super Volumen hin. Ja, dann dieses Studio Hot Curl von L'Oreal ist ist ein Hitzeschutz für die Haare. Benutze ich jedes Mal, wenn ich einen Lockenstab verwende oder ein Glätteisen, einfach wenn Hitze an die Haare kommt, dass sie nicht kaputt gehen. Und ja, dann brauche ich noch Frizz Ease von John Frieda. Das ist so ein Glanzfinish zum Schluss, wenn man fertig ist, sprüht man das nochmal auf. Dann glänzen die Haare schön und ist auch gegen Frizz. Genau, und natürlich das Wellaflex Style and Repair Haarspray. Also macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal.